Wir sind heute in Hannover beim Bundesparteitag der AfD. Wir sind seit 7 Uhr morgens in der Innenstadt Hannovers an verschiedenen Punkten auf Blockaden. Es gibt mehrere Blockadeorte, in denen versucht wird zu verhindern, die AfD ins Kongresszentrum gelangen zu lassen. Die AfD ist eine rassistische Partei. Sie fordert noch mehr Abschiebung, als die Bundesregierung sie ohnehin schon macht. Ausgrenzung von migrantischen und geflüchteten Menschen und fördert die Spaltung der Arbeiterinnenklasse. Durch ihre rassistische Politik sorgen sie dafür, dass die Menschen, die aufgrund imperialistischer deutscher Politik zur Flucht getrieben werden, ihre Flucht nicht sicher beenden können. Die Menschen, die im Mittelmeer sterben, werden von der AfD als die Asylanten degradiert und entmenschlicht. Die AfD ist eine sexistische Partei. Ihr Verständnis von Feminismus ist ein rassistisches. Sie behaupten, wir müssten die deutschen Frauen gegen die Ausländer schützen. Das ist kein Feminismus. Feminismus bedeutet, dass wir gemeinsam antirassistisch gegen die AfD stehen. Aktuell probiert die AfD, insbesondere mit Höcke, sich als eine Partei des kleinen Mannes und für Arbeiter darzustellen. Das sind sie nicht. Sie fordern mehr Privatisierung, Steuererleichterungen für Reiche, sind für mehr Prekarisierung und schlechtere Arbeitsbedingungen. Die AfD ist nicht in unserem Interesse. Sie ist nicht im Interesse der ArbeiterInnen, erst recht nicht im Interesse der migrantischen ArbeiterInnen. Wir als Jugendliche, als Frauen, wir als Menschen, die von der Politik der AfD ausgegrenzt werden sollen, müssen uns entschlossen gegen diese richten, aber auch die Politik der Bundesregierung angreifen, die den Aufstieg der AfD erst ermöglicht hat, indem sie Rassismus und Sexismus schüren, um die Arbeiterinnenklasse zu spalten. Wir müssen an den Orten, wo wir sind, in unseren Schulen, in unseren Universitäten, stark sein, stark auftreten und entschlossen ein Zeichen gegen den Rechtsruck setzen.